Boing. Willkommen zur 10-Jahres-Jubiläums. Ich kann nicht glauben, wir spielen immer noch Mario Kart 8 Sause mit den Backseat Boys auf und dem zwei Backseat Boys Kanal sogar. Verrückt. Yeah. Ja. Ja. Wunderschön. Ich hätte ihn gelernt, als Mario Kart 8 rauskam. Ja. Das heißt, ihr kennt mich jetzt schon 10 Jahre. Wie fühlt sich das an? Magst du Mario Kart 8? Mögt ihr Mario Kart 8? Eigentlich nicht. Wer hat einfach reingefetzt? Das war schön. Ist Rigi noch ein Schützling oder ist er inzwischen alt genug? Mittlerweile. Er ist alt genug. Oh Gott. Er okay. Er hat sogar einen Führerschein. Ich habe mittlerweile sogar einen Führerschein, ja. Ich habe sogar ein Auto. Auf also Johnny, ich sag's jetzt mal so, hier haben 3 Leute den Führerschein. Ja, ich nicht. Ich hab nur meinen Fahrzeugschein verloren tatsächlich. Da macht mich aktuell ein bisschen irre. Aber Morgi, ich sag mal so, 3 von uns sind auch nicht auf dem ersten Platz gerade. Pass auf, das Problem ist, ich hab ja einen Anhänger gekauft letztens. Und dann habe ich jetzt das Problem, dass ich jetzt eigentlich den ummelden musste noch und so. Die Frau wartet schon die ganze Zeit, dass das Anhänger mal eigentlich umgemeldet wird, von dem ich den gekauft habe. Ja, und jetzt habe ich irgendwie mein Buch verloren, wo der Fahrzeugschein drin war. Und das Problem ist, dass der Fahrzeugschein... Okay, Ricky. Ja. Wo hast du das aufbewahrt, dass du es verlierst? Ich hab's eigentlich immer in meinem Handschuhfach. Und jetzt ist es aber nicht mehr drin. Ja, Ricky, was für einen Modus spielen wir, dass es den pinken Drift nicht gibt? Hätte ich jetzt zum Anfang, oder? Was? Den gibt's safe. Es gibt keinen Modus, wo es den nicht gibt. Ich hab den pinken Drift gerade bekommen. Meinung. Ich hab ihn auch bekommen, ich krieg, ja. Ich krieg den nicht. Ja, das Spiel besser. Ich hab die Antenne Video, wo du vielleicht mehr darüber lernst, wie du den besser hinbekommst. Ich glaube, ich habe irgendwie manuelles Drift hier aus. So. Ich muss gleich mal gucken. Naja, auf jeden Fall. Jetzt habe ich weder, das Problem ist, als ich den Anhänger gekauft habe, hatte auch diesen großen Fahrzeugbrief nicht gehabt. Jetzt habe ich kein Fahrzeugschein mehr von diesem scheiß Anhänger, plus der von meinem Auto ist auch weg. Schön. Ich weiß nicht, wie sowas überhaupt passiert. Weiß ich auch nicht. Das ist gruselig. Das ist sehr gruselig. Jetzt muss ich quasi irgendwie mit der Dame noch kommunizieren, sagen, hier, hallo, wie sieht's aus? Darf ich bitte, können Sie bitte nochmal gucken, wegen meinem Anhänger und so? Ja. Ich gehe dem bald die Parts aus der Gefängniszelle. Paulo, willst du mich eigentlich verarschen? Weil er keine Papiere hat. Nein! Ja, wirklich. Willst du mich verarschen, Junge? Nee, ich wollte nur mal zeigen, wie man das Spiel spielt. Ich glaube, ich habe wirklich irgendwie diese Antenne aktiv oder irgendwie so. Ja, mach die doch aus. Nein, da kannst du gar nicht driften. Ja, aber die ist da bei mir. Vor allem, ja, wenn sie da ist, dann ist sie aktiv. Ja. Die leuchtet nicht. Achso, ist egal, ob sie leuchtet oder nicht. Die leuchtet nur, wenn du quasi runterfährst vom... Ansonsten hast du ein Loch im Wickler hinten. Genau. Ja, ich mach's gleich aus. Gut. Loch im Wickler. Und für Leute, Ricky weiß schon Bescheid. Ich weiß Bescheid, das ist ein Loch im Wickler. Und wir spielen tatsächlich alle Cups, das ist unser Plan. Wir spielen, wenn alle Cups spielen hier. Boah, habt ihr noch nie gesehen, alle Cups. Ah, ja, stimmt. Ich bei allen auch mit? Heute machen wir... Ab sofort ja, jetzt, klar, ja. Morgi ist Standardbesetzung. 96 Strecken. Du bist jetzt dabei, ob du willst oder nicht. Was Pech. Heute machen ich wir hab die noch nicht mal alle gespielt, tatsächlich. Ja, dann kommt das hier. Das ist Gelegenheit. Top. Das ist ja der Sinn Spaß. Davon. Ich sag dir, ja, genau. Es macht mehr Spaß, wie zum Ende zu kommen bei Minecraft. Das wir spielen einmal alle Strecken aus diesem wunderschönen Spiel, jetzt wo es nach 10 Jahren auch keine DLCs mehr bekommen sollte. Richtig, jetzt ist es ja... Jetzt ist quasi ein 100% Let's Play, was wir machen. Machen wir 4 Cups pro Part, heißt 96 Strecken, 96 durch 4. Steuerung aus. Ich glaube, das war's. Genau. Computer? Ja. Wie viel ist 96 durch 4? 96 geteilt durch 4 ist 24. 22. Shit. 24 Videos, Alter. Oh. Nice. Geil. Warte mal. Nein. Nee, gar nicht. Nein, das ist Blödsinn. Jetzt musst du auf 96 durch 16 rechnen. Ach ja, hä? Ja, genau. Computer? Ja, stimmt. 96 durch 16. 96 Cups. 96 geteilt durch 16 ist 6. Also 6 Videos nur, alles gut. Ich dachte, es wären 96 Cups. Ich habe auch gerade dran gedacht, 96 Cups wäre ich habe es ja falsch gesagt. Ja. Mit dem Booster-Pass kam Menge Content dazu. Das stimmt. Aber nicht eine gute Strecke. Doch, es gab ein paar gute Strecken, aber halt nicht so. es gab diese eine Welle, die gut war. Danach war es irgendwie wieder. Doch, es gab ein paar coole Strecken auf jeden Fall. Yoshi's Island, freue ich mich drauf. Ja, die mit Yoshi's Island und Waluigi's Stadium, das war die eine gute Welle. Ja, genau, die war wirklich gut. Naja, es gab immer pro Welle ein Highlight für mich meistens. Immer meistens. Verrückt. Wusstest du, dass wenn du hier vorne stehen bleibst, dass hier die Melodie läuft von dem Karussell aus Big Boo's Horn? Morgi? Schnauze. Okay. Hab grad reingehört, okay. Aber war zu schnell. Beruhigen Sie sich. Er trifft halt auch noch, das ist das Schlimme dabei. Es war ein roter Panzer. Ich auf die Straße da voll. Guck nach vorne, wenn du Auto fährst. Das ist, wenn der Knochen trocken im Benz unterwegs ist, der lässt dir nicht deine Vorfahrt nehmen. Stell mir mal so eine Führerscheinfrage, die ich in der theoretischen machen müsste. Boah.
Meine theoretisch ist nicht so lange her, Johnny, aber ich kann dir versichern, alle Fragen, die gestellt wurden, die haben sich bereits aus meinem Kopf verabschiedet. Ja. Ja, aber vielleicht weiß das ja einer von uns. Wie viel Meter darf Johnny vor dem Andreaskreuz parken? Boah. 50. Parken? Volo, das war 500 oder so, das war richtig weit. Ich habe keine Ahnung, wie weit es ist, aber vielleicht weiß es ja einer, ne? Und Johnny muss es ja wissen. Wir haben mir jetzt schon ein bisschen Input gegeben. Einmal 50, einmal 500. Dann sage ich. 500 war Schwachsinn. Ich glaube, 500 ist eher hin. Für einen halben Kilometer entfernt darfst du nicht parken. Genau. Beim Parken. Ja, steht da. Nein, Parken. Das geht um Parken, glaube ich. Dann. Nein! Ihr müsstet mich eher fragen, was das Andreaskreuz ist. Und ich würde es schon verkacken, glaube ich. Was ist das Andreaskreuz? Das weiß ich. Oh, bitte nicht. Wir fragen ja Johnny. Oh, bitte nicht. Wie heißt aber dieses Kreuz, was man im Kofferraum hat? Nee, das ist ein Warndreieck. Nein, wie heißt das? Das ist ein Warndreieck. Wir wissen, wie das ist kein Dreieck, Kreuz, das ist ein Dreieck. Ja, das Andreaskreuz ist natürlich hier so Krankenwagen oder so. Nee. Nein. Nein. Das ist das rote Kreuz. Das ist nicht an einem Fahrzeug, okay? Ich weiß es wirklich nicht. Das Andreas Kreuz. Ich hab so ein Kreuz vor Augen, was so rot-weiß ist. Das Andreaskreuz ist. Ja. Der die meisten an Bahnübergängen. Genau, Bahnübergängen, genau. Wie heißt das Andreas? Der Andi. An die Arbeit. An die Arbeit, Bruder. Weißt du doch. Verstehe. Und wie weit. Okay, Computer. Ja, also ich hab wirklich. Wie weit darf ich wegparken vom Andreaskreuz? Also selbst als Beifahrer passe ich nicht auf. TRX.me. Also parken Sie ein paar Blocks entfernt. Ein paar Blocks entfernt. Wow. Dann schreibst du einfach rein, Johnny, das ist richtig. Wenn ich auf der GameCube-Memory-Card die FIFA-Spielstätte gelöscht habe, dann war ich auch ein paar Blocks weg. Junge. Ey, das war aber damals so kreativ, die Speicherstände, muss man sagen. Die Köpfe auch dabei und so. Das war voll süß. Ja, hat die PlayStation 2 auch gemacht. Ich mochte das. Wo sind die Grafiken für die Speicherstände geblieben, die ganzen Sprites? Jetzt muss ich natürlich eine Lanze brechen für die Dreamcast, wo natürlich auch die Memory-Card einen eigenen Bildschirm hat, wo dann bei jedem Spiel auch irgendwie so ein schönes Logo dann da drauf war. Ja, genau. Also, Wollo, ich kenne an der Konsole, die kleine hat ja auch einen eigenen Bildschirm-Controller. Ja. Der GameCube hatte keinen Bildschirm auf der Memory-Card. Nein, aber ich rede von der Wollo U. Auf der Memory-Card. Ja, die Wollo U hat er auch. Ja. Aber... Was, ich meine, die war auch ähnlich erfolgreich wie die Dreamcast, ne? Die Dreamcast war erfolgreich, ja. Ich würde auch sagen, die Dreamcast war erfolgreich. Ich glaube, die hat sich sogar mehr verkauft. Safe. Die ganze Zeit lang führte die, das weiß ich noch. Da war ich richtig stolz auf meine Dreamcast, muss ich sagen. Irgendwann will ich mir auch mal so eine Dreamcast mit so einem schönen Steam Memory Card. Ihr müsst euch vorstellen, die teuer sind. Ihr wart im Sega Nintendo Krieg dabei und ihr wart auf Segas Seite, wenn ihr Volo seid. Naja, wir hatten auch einen N64 tatsächlich. Mein Bruder hatte noch einen N64. Wir hatten beides zu der Zeit. Ich wollte einfach das Wenn es in der Schule zum Kampf um Leben und Tod kam, dann habe ich für die Dreamcast gekämpft. Das ist klar. Natürlich. Damals mit den Stiften. Dann war die ganze PlayStation. Leute, die können sie mal ficken. Die Memory Card selber hatte einen Bildschirm. Genau. Die VMU. Das habe ich gerade nicht verstanden. Die steckst du nämlich in den Controller und dann hast du auf dem Controller halt diese kleinen Figürchen, die da rumhüpfen oder so. Oder ach, deswegen Wii U. Oder du kannst das Ding halt mitnehmen. Dann war zum Beispiel bei Sonic Adventure 2. Lass mich ausreden. Entschuldigung. War da zum Beispiel von eurem heiligen Chao-Garten. War da so ein kleines Tamagotchi, das du mitgenommen hast? Der Tiny Chao-Garten. Konntest du deinen Chao da halt draufziehen, dann konntest du mit in den Laden nehmen, ne? Dem da auch ein Möhrchen geben und so. Das stimmt, eine Minute. Wie cool einfach. Oh, ja. Skies of Arcadia hatte so ein komisches Suchspiel. Das habe ich viel gespielt. Wollo. Ich habe Skies of Arcadia vor ein paar Jahren, ich habe es auf GameCube durchgespielt. Ich denke, es ist ein Verbrechen, dass das Spiel nie ein Re-Release bekam. Es ist so ein schönes RPG. Steinbock. Ja, ich habe das geliebt früher. Also wirklich. Eins der wenigen RPGs, die ich auch durchgespielt habe sogar. Deswegen dachte ich, das war richtig geil. JRPG. Jo. Also ein westliches RPG auf der Dreamcast wäre. Mhm. Ich will auch kein westliches RPG spielen, deswegen passt schon. Dreamcast ist aber der westliche Name. Skate. Aber beides ist auch der japanische Name, oder? Ich habe keine Ahnung, wie die alle heißen. Es ist nicht wie beim Mega Drive, ne? Weil wisst ihr denn, wie der Mega Drive woanders heißt? Kann mir das einer sagen? Außer ja, Mobby? Deswegen. Ja, Mega Drive da, danke der Nachfrage. Warte, ich krieg das hin. Warte mal ein. Sag mal, das ist doch wohl weltbekannt, wie der.
Junge, mach mich fertig, Alter. Weiß, ich hab keine ist Ahnung. Ist das der Genesis? Der Lehrer, hast du mal was von der Genesis gehört? Ich hab gerade gesagt, ja, Genesis. Ich hab's gerade gesagt davor mit dem Beton. Dankeschön. Also stellt mir keine Führerschein- und keine Sega-Fragen. Okay, wie heißt das Maskottchen von Sega? Was für ein Ding? Wie heißt das Maskottchen? Hier dieser Rocket Boy. Alex Kidd. Ja, genau, der. Genau, Alex Kidd. Shadow the Hedgehog. Ja, nicht mal das hätte ich gewusst. Ich wollte denselben Joke machen wie Moggy, aber ich weiß nicht, wie der heißt. Woher kommt denn dieses fehlende Sega-Wissen? Wo rührt das? Wo soll's herkommen? Ich bin 95 geboren. Ich kenne generell viele Spiele nicht von Nintendo. Ja, da gab's Sega Saturn zu der Zeit. Später gab's dann Dreamcast. Wo warst du? Teste mich, Moggy. Teste mich außerhalb von Nintendo. Außerhalb von Nintendo? Wie heißt denn Sega Saturn-Reihe? Nein, nicht Sega. Wie? Da gibt's ja noch. Ja, das ist jetzt. Ich meinte ja schon, Sega ist scheiße. Gibt auch noch Sony, ne? Du hast gesagt, generell weiß er nichts von Videospielen außer Nintendo. Okay, fuck. Okay. Wie heißt denn der Handheld von... Nach welchen Tierarten man viele von den Atari-Konsolen benannt für eine Zeit, bevor sie dann untergegangen sind? Scheiße. Boah. Raubkatzen. Richtig. Stimmt. Yeah. Und wie heißt der Handheld von Bandai? Das wissen die nicht. Okay, das ist alles... Natürlich außerhalb Nintendos, aber das ist auch vor meiner Zeit halt. Ich weiß es. Der kam ich auch, weiß ich weiß es. Auch außerhalb von Ich habe kein Sega-Wissen, weil ich nach Sega geboren bin. Ich weiß es. Stimmt Sega überhaupt nicht. Natürlich. Nee, das 2000 ging den Dreamcast weg, was? Du weißt, wie ich es meine. Also, mit 5 kann man sich schon für den Dreamcast interessieren. Ich sage euch jetzt, wie es heißt. Und zwar die Konsole. Alle Kinder meiner Klasse wollten den Dreamcast. Die Konsole hieß der Bandai Game Boy. Mit 5 war ich in keiner Klasse. Er hieß Wonderswan. Oder Swan, Swan. Ach du Scheiße, das hätte ich Swan. Wie sehr, wer den gemacht hat, Freunde? Oh, ich weiß es, ich weiß es, ich weiß es. Oh mein Gott. Siehst du mal. Welche Person? Ja. Der den Gameboy gemacht hat? Richtig. Ich wollte gerade sagen, dadurch, dass man das weiß, das weiß ich schon so leicht eigentlich. Das ist schon krass. Yes. Name stimmt. Ich weiß den Vornamen nicht mehr. Gunpei. 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 So, Wollo, friss mal Staub. Ah. Ich muss mich hier jetzt nur auf Wonderswan konzentrieren. Wollo sagt, wir sammeln hier Punkte. Ja, ich sammle hier zumindest gegen Johnny ein bisschen Punkte. Ja. Ich habe noch nie ein Wonderswan-Spiel gespielt. Ich auch nicht, ich habe noch nie Wonderswan gespielt. Koopa Weide. Okay. Ich habe schon verstanden, es war nicht so kompliziert. Ja, ich wollte es mir für Johnny nochmal sagen. Und meint ihr, in Zukunft wird man zurückblicken und sagen, oh mein Gott, hier hatte in so einem Kinderspiel eine Kuh noch so einen Ring durch die Nase. Das gibt's ja gar nicht mehr, so in 50 Jahren. Ja, in 50 Jahren, safe. Aber boah, das dauert noch, ne? Meinst, sag ich mal. Meinst du, gibt's keine Kühe mehr in 50 Jahren? So ein Septum oder so dann. Das zählt dann als Accessoire. Bei einer Kuh. Nicht als Zeichen für Tierhaltung. Na, da wird man wahrscheinlich sagen, guck mal, hier gab's noch Kühe. Ja, da habe ich mir auch gedacht, oh, guck mal, gibt's noch Kühe. Wahrscheinlich werden sich die Kinder denken, warum hatten die früher Kühe da? Ne. Hä? Verrückt. Nein. Naja. Habt ihr schon mal eine Kuh umgeschubst? Nein. Das ist ein Mythos. Weiß ich nicht. Meine Mutter meint, die hätten früher mal eine Kuh. Also zumindest nicht schlafend. Vielleicht haben sie es irgendwie anders geschafft. Also ich hatte immer Angst vor Kühen. Wir hatten damals ja einen Jack Russell gehabt. Das, ich denke, ein gesunder Respekt bei Kühen ist auch angebracht. Denke ich auch. Die sind ganz schön schwer und groß. Wir hatten damals einen Jack Russell. Immer wenn ich mit den Gassi gegangen bin, dachten immer, das wäre einer von denen. Und dann sind die immer hergelaufen. Und hatte ich immer Angst, dass die immer durch den Zaun brechen oder so. Weil die Kühe Kühe dachten, der Hund ist eine Kuh. Die Kühe dachten, der Hund ist eine Kuh. Und dann habe ich immer gedacht, die brechen gleich durch den Zaun und fressen mich auf oder so. Warum bist du dann nicht auf den Weg gegangen? Weil es nicht so viele Wege gab, wo ich früher gewohnt habe, bevor es eine Straße überhaupt Beton war. Aua, Wollo. Ja, wenn du mit einem Hund gehst, gehst du ein bisschen, kannst ja, es gibt noch zwei Feldwege. Ja, aber bei uns gab ein Feldweg und eine Straße. Und auf den Feldwegen liefen Kühe manchmal frei rum. Da hatte ich noch mehr Angst, dass die mich auffressen. Nicht mal zwei. Dann mich auffressen. Ja. Das ist wenig Feldwege. Ja, das ist nicht wie bei euch da in Dunkeldeutschland da unten. Das ist hier oben, gibt es nicht so viele Wege. Stell dir vor, du wirst wieder gekreuzt, so kultiviert. Nee, bei uns gibt es mehr Wasser. Ja, Feldwege. Ja, viele Wasserwege haben wir hier. Wir können mal Windschatten. Genau, Ricky. Ja. Bei uns kommt immer Post. Ricky musste früher, wenn er in der Grundschule musste, ist er immer mit dem Boot gefahren. Ne? Das ist halt so. Der Schulweg unserer Eltern. Ja. Seine Eltern mussten noch schwimmen. Ja. Tatsächlich haben meine Eltern niemals sowas gesagt. Ich glaube, die hatten einfach einen Bus und. Also meine auch nicht, aber man denkt irgendwie immer so, Eltern machen das.
Ja. Das ist so ein Elternding. Ist das ja auch theoretisch. Oder Großeltern sogar eher, würde ich sagen. Aber da glaube ich es auch, ab einem gewissen Punkt. Also meine Eltern sind Großeltern. Oh. Ja, meine auch. Meine nicht. Meine auch nicht. Ja, wird mal Zeit, Ricky. Weiß nicht, ob man es wusste, aber ich bin ja Onkel tatsächlich. Ja, irgendwann. Und dann wird Wolle Patenonkel hören, wird alles gut. Juhu. Ich bin süß. Der musste mal die Kinder. Ich bin letztlich aus der Kirche ausgetreten. Danke, oh, danke, ja. Danke. Jetzt erst. Ich bin noch 13 Jahren oder 14 Jahren. Lass mir die Geschichte erzählen. Ich glaube, es war Anfang dieses Jahres, bekam ich dann Brief von, keine Ahnung, Kirchenamt, was auch immer. Und da haben sie dann auch geschrieben, ja, das bitte verstehen Sie das nicht als eine Drohung. Aber. Okay. Und dann haben sie aufgelistet, was ich jetzt alles nicht mehr machen kann. Dass ich auch nicht mehr Partneronkel sein kann und was auch immer. Aber ich liebe die Formulierung. Verstehen Sie dies bitte nicht als Drohung. Jetzt können Sie folgende Dinge nicht mehr machen. Okay. Als würde man annehmen, es könnte Drohung sein, bevor Sie das sagen. Ja, ich dachte nicht, dass es Drohung ist, bis er gesagt hat, verstehen Sie es bitte nicht als Drohung. Okay. Aber jetzt bin ich beruhigt. Okay, gut. Hui. Oh Mann. Ich dachte schon, ich muss die Stadt verlassen, die Kirche hat mich gefunden. Die Kirche hat mich gefunden. Ja, die beim Haus, die da gearbeitet hat, die war, war sehr freundlich. Ich war nämlich relativ zum Monatsende. Da hat sie gesagt, Termin, das war auch schon Freitag. Hat sie gesagt, ja gut, dann können wir sie heute noch zwischenschieben, dann müssen sie ab dem nächsten Monat schon nicht mehr zahlen. Da dachte ich mir, das weiß ich sehr zu schätzen, aber sollte ihre Aufgabe nicht sein, irgendwie die Leute ein bisschen hinzuhalten? Tatsächlich war es bei mir damals auch so, dass sie eher genervt waren und so nach dem Motto, sind sie sich denn sicher? Also das ist ja eigentlich, ne, sie können auch jederzeit wieder eintreten. Ja. Dann bist du ausgetreten. Ja. Ist irgendwann so, dass sie einfach nur noch durchwinken, weil so viele machen. War ich ja noch Vollzeitknecht, also safe vor 13, 14 Jahren so. Ja, da war die Kirche auch noch nicht in dem Zustand, wo sie jetzt ist, wo wirklich jeder austritt. Ja. Jetzt ist es einfach nur noch Papierkram. Ja, das hat sich stark beschleunigt. Ruhe jetzt hier. Ja, safe. Das Ding ist halt so. Vorreiter, eine ganze Generation. Du hast quasi dafür gesorgt. Ungläubiger. Er war der erste ungläubige Mensch auf der Welt. Oliver Bott, wirklich der erste gottlose Mensch. Der letzte. Und dann wird er das noch mitkriegen, wie die Kühe aussterben. Das würde mich. Ich weiß gar nicht, ob mir das stören würde. Ist du nicht gerne Rindfleisch? Darf man dazu sagen? Schon. Ja, siehst du? Aber. Ja, Kühe bringen mir auch. Ich brauche schon Durchfall. Ein bisschen Sahne und Käse in meinem Leben. Ja, doch, Sahne und Käse ist schon ganz geil. Hallo Morgi. Tschüss Morgi. Das ist so das Ding. Sobald sie das wenigstens auch noch irgendwie hinkriegen, dass das sich ähnlich verhält beim Kochen und so, dann ist es vorbei. Ich würde sagen, wir gucken doch nicht so auf die Punkte, oder? Ist eigentlich egal. Das ist eigentlich egal. Nein, finde ich auch gut. Finde ich auch gut. Ja, finde ich okay. Ich habe nie gesagt, dass wir das machen. Nein, mach mal. Vielleicht ist in den Kommentaren einer so lieb und rechnet immer von allen Parts jetzt die Punkte später zusammen. Dankeschön. So nämlich. Cheap Cheap Strand. Oh, ich liebe Cheap Cheap Strand. Ist wirklich schön. In Wasser möchtest du eintauchen und in den Mund immer machen, weißt du, so gurgeln. Mit Salzwasser? Nee, was? So gurgeln. Im Meer? Ja, es sieht ja aus wie ein Pool. Warum willst du Poolwasser gurgeln? Ich will auch einen Pool nicht, das ist einfach nur Chlor. Als Kind. Als Kind guckst du das doch auch nicht, das brennt doch immer. Nee, überhaupt nicht. Ricky, reinspringen, planschen, ja. Untertauchen, aber doch nicht gurgeln. Aber in den Mund nehmen und dann so pff, aus. Ja, genau. Ausspuck ist nicht gurgeln, gurgeln ist vielleicht noch. Aber auch sowas wie Triple H damals beim Wrestling. Oh, dann nur wie Triple H, wissen wir alle noch, ne? Ja, im Moment, als Triple H das gemacht hat. Ja. Krass. Ach, leg mich doch am Arsch, Alter. Schön, dass ich mal einmal einen Wrestling-Referenz bringe. Tut mir leid. Wisst ihr, wie es hier aussieht? Ich sehe nur keiner, ne? Ich hatte letztens in der. Sieht aus wie Mauritius, würde ich sagen. Ja. Ja, kann sein, dass Mauritius ist. Hatte ich eine Expertenrunde, und zwar nicht nur irgendeine, sondern die Wrestling-Expertenrunde. Mhm. Ja, die beste Expertenrunde. Das ist gerade die Expertenrunde plus Johnny. Es war auch die beste Expertenrunde. Gab's eigentlich jemals eine Expertenrunde mit Johnny? Ja, das war die. Ich erinnere mich halt nie. Das war die mit dem Butterfass-Folo. Nein! Da war die legendäre Butterfass-Folge? Und dann haben wir ihn rangekriegt. Haben wir ihn rangekriegt? Das haben wir eine Falle geschaltet oder so. Bulli! Mit dem Butterfass. Weil der dachte, es gibt das. Wir haben wirklich Butterfass. Nein, es gibt zwei Butterfass-Folgen. Die, wo ihr drüber sprecht. Und dann die, wo wir, glaube ich, über Müsli sprechen. Und Fully erzählt, oder wir Fully auftischen wollten, dass jeder genau, von uns. Genau, pass auf, es war die Timeline. Hat.
Ich glaube, zuerst kam dann die, wo wir über die besten Erfindungen der Menschheitsgeschichte reden. Ja, genau, da war ich nicht dabei. Thema. Genau, ja. Da war das, das Butterfass ursprünglich. Genannt. Ja. Da war ich nicht dabei. Und dann bei der späteren Folge, keine Ahnung, ging es um Müsli oder was auch immer. Und dann ja. haben wir ja irgendwie dann, ich meine, wenn es um Milch ging, haben wir auch gesagt, ja, ranzige Arschlöcher, die ihr Müsli mit Haarmilch essen oder so. Ja, Titel. Nee, der Titel war genau. super damals. Ranzige Arschlöcher, die essen, die ihr Pizza in der Mikrowelle macht. Die Pizza in der Mikrowelle macht. Ja, da stehe ich bis heute noch zu, ne? Ich wollte gerade sagen, macht ihr das noch oder? Also nein, ich war das schon ewig nicht mehr, aber ich hasse auch Pizza deswegen. Aber ansonsten würde ich das schon machen. Das also ich sag's mal so, wenn ich die Pizza in der Mikrowelle gemacht hätte, würde ich sie auch hassen. Ja. Nein, das war die beste Pizza. Ich sag dir, jede Pizza aus dem Ofen schmeckt nicht so gut, wie wenn du die schön in der Mikrowelle... Die ist dann schön latschig, schön weich. Ich liebe das. Nee, das ist so eine richtig weiche Pizza, die muss sich richtig biegen. Ich mag auch knusprige Chips mit einem frischen Dip, aber ich check trotzdem, warum Ricky manchmal labrige Chips mit. Ja, so richtig geile Erdnussflips, die schön labbrig sind, geil. Die müssen mindestens 3, 4, 5 Tage offen stehen. Das beides nachvollziehen. Geil. Ich esse auch knusprige Cornflakes genauso gern wie labbrige, lange eingeweichte Zinni-Minis. Es gibt Kollegen von mir, die wissen, ich komme nächsten Tag, also packen sie die Chips schon mal aus. Ne, damit ich die den nächsten Tag essen kann. Geil! Das ist eine Lüge. Das ist sehr eigentlich auch im Paulanergarten, aber. Okay, das können wir sagen. Das ist wirklich im Paulanergarten gemacht. Also, Tai hat das schon mal gemacht. Für Ricky. Für mich. Einmal? Einer hat das. Kam das öfter vor als einmal? Nein. Einmal ist das schon passiert. Hast du es ihm gesagt vorher? Nein. Er hat es gemacht, ja, um mich zu überraschen. Ja oh, naja, das ist doch süß. Ja. Weißt du was, ich glaub dir. Die Erdnussflips. Also wenn es einmal passiert ist, dann glaube ich es ihm auch. Es ist wirklich nur einmal passiert, ja. Weil sonst sagt man, wie eklig. Und einfach nur, weil ihr alles noch nicht gegessen habt, so weißt du? Ist einfach, nein, ich habe labbrige Chips gegessen. Ja, es geht ja nicht um Flips, es geht um Erdnussflips. Brother, ew. Oh. What's that, brother? Ich meine, da muss man halt sagen, Erdnussflips sind generell nicht so crunchy, deswegen dann noch ein bisschen Restcrunch rausnehmen, weiß ich nicht. Wie steht ihr denn dazu, dass ich letztens meinte, die sollen mal endlich neue Flavor... Steh ich nicht gut dazu, halt die Schnauze. Ja, du kannst dich da raushalten. Bei dir weiß ich schon Bescheid. Aber was anderes mal als Erdnuss- oder Käseflips? Wie wär's denn mal mit so Chili-Flips oder Sour Cream? Na, so Chakalaka und so? Ja, einfach mal was Neues. Wurstdöner... Doppelpommes-Geschmack. Genau. Ich muss aber sagen, generell einfach mal Curryflips. Warum denn nicht einfach so easy? Ich finde aber Chakalaka schon sehr scharf. Ich kann scharf überhaupt nicht essen. Chakalakas sind so null scharf. Das ist doch eine Chakalaka ist wirklich nicht scharf. Das heißt sogar ich. Sie sind doch, ja. sind die nicht voll scharf oder so? Meinst nein, du nicht eher? Nein. Das war ein anderes. Ja. Orientalisch oder so? Ja, die sind auch nicht scharf. Doch, nicht scharf. Es gibt Pepperoni. Wie aktuell seid ihr denn, was den Chipsmarkt betrifft? Boah, ich esse aktuell immer halbwegs sein. Ich hatte gerade Lay's mit Kräuterbutter. Das ist lecker. Die warten auf mich, die habe ich noch nicht probiert. Ich hätte solche Cracker davon mal, aber wovon ich aktuell ein großer Fan bin, Currywurst. Sind die Pombeer Pringles, Patrick. Oh ja, wirklich, Moggy, die habe ich auch mal gegessen, Sorkt mit Onion, ne? Und ich dachte mir so, weil halt Edeka seit Ewigkeiten keine Pringles mehr führt, dachte ich mir, nimmst du die mal als Alternative und die sind gar nicht schlecht. Also die sind wirklich nicht schlecht, überraschend gut. Die sind auch so anders. Ich dachte, es wird auch so typisch. Ist überhaupt nicht wie ein Pombeer. Und auch überhaupt nicht wie ein Pringle. Das ist so voll was Neues. Ja, naja, die sind gut. Ja, hab ich noch nie gegessen. Alle einig. Hab ich wegen dir gegessen, war stark. Hab ich extra gesucht. Ich dachte, die gibt's bei mir. Also für mich gibt es 3 Chipsorten, die für mich die besten sind. Das sind einmal die Currywurst Chips. Oh, das wird so langweilig. Currywurst Chips Western Style und Sour Cream von Pringles. Ja, kann man eigentlich gar nicht viel gegen sagen. So. Kann man machen. Ich dachte, du kommst jetzt mit Ja-Chips, Paprika oder so. Nee. Ja, und dann Pringles original. Die sind ja nicht eklig. Die Ja-Chips sind schon die besten langweilig. Normalen Chips. Die von Ja sind die besten normalen. Aus, sind jetzt nicht eklig. Auf jeden Fall. Okay, das ist wie Ja auch die besten. Also normale hast du probiert? Naja, hier, Funny Fresh. Also fairerweise sagen, Paprika-Chips ist halt generell in der Regel... Langweilig. Ich weiß nicht, wer das kauft. Das ist wie mit Vollmilchschokolade. Wer kauft die Scheiße? Obwohl, die geriffelten Chips... Ich habe mir voll Nuss geholt. Die liebe ich. Die geriffelten Chips von Ritter Sport sind voll lecker. Wenn du die geriffelten nimmst, die sind Bombe. Also, ich hatte gestern geriffelte Chips. Wer kauft doch nicht die Ja-Scheiße. Ich hatte gerade geriffelte Chips mit... das war auch ein wilder Geschmack. Mediterrane Kräuter oder so. War aber geil. Das sind so Kesselchips. Oh, was haltet ihr von Käsebällchen? Okay. Die hatte ich letztens mal wieder sich, so aus Verzweiflung. Da saust dir die Finger ein. Das ist wie Käseflips. Ja, aber ich finde die eigentlich, ich musste sagen, die fand ich auch überraschend gut eigentlich. Ja. Waren auch die billigen. Ich mag meistens dieses gepuffte Maiszeug nicht ganz so, also ist okay, aber irgendwas stört mich an diesem sehr luftigen, glaube ich. Blumen? Blumencup. Blume. Ja, sag einfach die Strecke.
Okay, Marius, Piste. Sonst dachte ich, du willst Blumen essen gerade oder uns irgendwie eine Blumensorte. Aber ich war ja in Erfurt unterwegs, dann war ich ja auch mit ein paar Jungs auf essen. Der Maxi? Auf der Maxi war ich unterwegs. Ich wollte nicht sagen. Das müsste am 3. und 4. Februar gewesen sein, oder? Ich gesagt, dann fickt euch. So, und da hab ich den, haben Leute einfach, den, da waren wir bei Mexikaner. Da war All You Can Eat und haben welche einfach so Mehlwürmer gegessen und sowas. Das fand ich irgendwie weird. Das will ich zurück. Mehlwürmer jetzt nicht so, aber ich habe mal Heuschrecken mit Würzung probiert. Und? War Alter, und? Hat der Blaue mir mitgebracht. Der Blaue? Die war da und dann hatte der so Barbecue-Heuschrecken, die waren geil. Ich glaube so Chili oder so, das war jetzt nicht so meins, weil ich liebe zwar Schärfe und Chili, aber das, die haben ansonsten halt nur noch diesen Heuschrecken geschmeckt. Bei Barbecue war genug Eigen, also genug Würzung, die so ein bisschen drüber hinweg getäuscht hat. Aber kann man machen, also Insekten... Kann man schon essen. Als Video? Nee, der hatte nur so eine Handvoll, die ich mal eben... Hat er eine Handvoll Heuschrecken mitgebracht, ein Barbecue. Er hat einfach so eine Handvoll Heuschrecken in der Hosentasche. Die haben sie denn auch erst da gegrillt? Er hat Barbecue gewürzt aufgemacht. Die hat er auch nirgendwo gekauft, die hatte er selber gesammelt auf der Zugfahrt und dann so auf die Bank gelegt, in die Sonne. Da so ein Gewürztütchen von der Gold. Da hat er eine Gewürztüte. Ach so, aber hier, von wegen, wie war das... Mexican Barbecue Style Tortilla Chips sind übelst die neuen Favoriten für mich. Ich mag Tortilla Chips. Tortilla Chips mochte ich nämlich auch nicht so gern. Ich weiß nicht mehr, welche Marke. Nein. Ich komme gar nicht drauf. Vielleicht Chio. Ich müsste. Ja, ich müsste würde wahrscheinlich Chio einfach sein, dann, oder? Ja, aber die sind besser als alle anderen, Molo. Also die mochte ich wirklich richtig. Aber die haben so eine gute Würzung. Nee, Sweet Chili Doritos sind, wenn dann noch schon. Nee, der, nee, nee. König hierbei. Nee, die habe ich probiert, nachdem du die so gelobt hast, waren okay. Ich bin auch kein so ein Dorito-Fan. Weil die einzig guten Doritos. Ich auch nicht, aber Sweet Chili ist das Wichtige. Die sind halt sehr sauer. Die einzig guten Doritos gibt's in Deutschland aber nicht. Das ist Cool Ranch. Ich habe tatsächlich noch nicht mal diese Takis probiert, die so überteuert sind. Also, sind die alle so überteuert? Aber wir können uns einig sein, dass Lay's, ja, wo die schlechtesten Takis sind meistens ein bisschen zu sauer. Immer wenn die scharf sein wollen, sind amerikanische Sachen sind immer sauer. Ich mag auch Cheetos deswegen nicht so gern. Die sind immer so sauer. Aber Lay's sind scheiße, da sind wir uns einig, oder? Lay's Chips? Nee. Nö, ich hab ja gerade welche sagen, da. Sind so ziemlich von den normalen Chips, würde ich sagen, sind das die besten. Boah. Ja, das sind so die Markenchips, die in Amerika da groß geworden sind. Ich glaube, Funny Frisch ist schon geiler hier. Ja. Hey, ich weiß nicht, die haben Sour Cream und Pfeffer, das ist eigentlich ganz gut. Die Marken sind mal krass. Von Lay's gibt's ja auch so Kentucky Fried Chicken oder Subway Chips und so. Oder McDonald's. Es gibt McDonald's Chips? Ich nehme alles Pizza zurück. Hat. Ich nehme alles zurück. Das war eine lustige Referenz, Ricky. McDonald's Chips mit Big Mac Geschmack. Hey. Mann! Mir sind so die Schuppen von den Augen gefallen, als ich gelernt habe, dass DJ Ötzi gar nicht den McDonald's-Song erfunden hat. Das ist einfach nur ein Cover. Eklig. Deswegen kommt in dem Song überhaupt Kentucky Fried Chicken vor, weil das kennt ja eigentlich kein Deutscher. Da gab es ja zu der Zeit fünf Läden oder so. In Osnabrück gab es das. Aber doch nicht damals. Doch, weiß ich nicht. Da kam das Lied raus, 2005 oder so? Also, echt so? Ja, okay. Wenn's so Computer, spät war, dachte, so wann brachte Dr. Ötzi den McDonald's-Song raus? Doktor übersetzt von outedinemusic.com. Dickmeyers viraler Song Eating Animals is Wrong, McDonald's, wurde am 13. Juni 2020 veröffentlicht. Das hast du, Eating Animals. Warte, frage mal, wann Dr. DJ Oetker. Ich mag die Alexa so sehr eine eigene Propaganda gerade reingebracht. Computer? Wann hat DJ Ötzi den Song McDonald's rausgebracht? Übersetzt von lyrics.com. Ich glaube, das DJ Ötzi veröffentlichte dieses beliebte Lied im Jahr 1999. 99? Siehste? So alt? Ja. Pizza hat Kentucky Fried Chicken in der Pizza hat McDonald's. So, und die meisten kannten doch nur McDonald's, oder das nicht? Stimmt. Ich kenne auf jeden Fall nur McDonald's. Wie sie bei früher kannte, Hamburger Farm. Oder warte, vielleicht Hamburger Farm? Ja, früher gab's, ich glaube, das war eine Kette. Aber ich war früher als Kind, noch bevor es so richtig McDonald's in Deutschland gab, war ich in der Hamburger Farm. Du hast gelebt, als es Deutschland noch nicht so richtig gab. Das stimmt. Das stimmt ja wirklich. Der Wollo hat gelebt, in Deutschland. Da war doch der Westen. Also, stimmt. Da will sie wieder Wollo direkt am Burger schnabulieren. Ja. Also ich erinnere mich so, also wenn ich mich zurück erinnere, war Hamburger Farm arschgeil.
Da kann ich euch sagen. Ich meine, die meisten Burger sind arschgeil, würde ich sagen. Ich mag sogar Kochlöffel sehr gerne, muss ich sagen, die Burger. Die finde ich auch nicht schlecht. Die haben eine schöne Mayonnaise, sag ich mal. Ich war noch nie da. Ich höre ständig Kochlöffel und so. Ist so du hörst ständig oder? Kochlöffel? Ja, nicht immer. Ständig. Der Hype ist ziemlich real. Ich sag mal so, im Laufe des Lebens wurde es mal so 10 Mal insgesamt vielleicht. Ja, also Kochlöffel ist halt so die letzte Wahl, sag ich mal, ne? Ja, aber ich kenn's nicht. Das will ich dem sagen. Also manchmal glaube ich, würde ich Kochlöffel vor Burger King ziehen, manchmal. Was? Burger King ist so gut. Also ich find's komisch. Wie stehen wir dazu, dass Ricky so ein McDonald's-Fanatik ist, aber Burger King scheiße findet? Nee, ich finde Burger King ist doch einfach nur der gute McDonald's. Ja, nee. Das Problem ist zum Beispiel, wenn man vom Eigengeschmack her meistens lieber. Ja, ich auch. Und das Problem ist, wenn ich zum Beispiel unterwegs bin und ich esse einen Burger King Burger, habe ich immer Schluck auf, weil die Burger so ultra trocken sind. Finde ich. Oder zumindest das Brötchen dazu. Du kriegst Schluck auf, wenn du was Trockenes isst. Aber das kommt auf den Burger King an, wo du hingehst. Also meistens ist Burger King wirklich zu trocken. Und die Soßen sind kalt. Das ist halt echt nicht so gut. Aber wenn du einen guten Burger King abbekommst, ist ja, ich glaube, franchise-abhängig. Ja, also das Fleisch ist besser. Also das Fleisch ist auf jeden Fall besser. Und die Pommes, Burger sind größer. Die Pommes sind besser. Das Einzige, was bei Mac ist besser, ist... Nein, die Soße bei Mac ist so ein Pelz. Nein, Big King, die ist so aggressiv sauer. Ich liebe das. Oh, ich mag die Big Taste-Soße. Zwiebeln, Alter. Ich bin bei Mackie. Mac ist all the way, Ricky. Ja, Mac ist... Mac ist, wenn ihr mich glücklich machen wollt, gebt mir so eine scheiß Karte, so eine goldene Karte. Ja, genau, du kriegst eine goldene Karte, genau wie Herbert Grönemeyer, ne? Hast du dir verdient. Ich weiß schon, was passiert, wenn die Ricky dann auf die Toilette lassen. Aber wisst ihr, was wild ist? Ich habe jetzt gerade gegoogelt, seit wann gibt es KFC in Osnabrück? Vor sechs Stunden hat die NOZ einen Artikel rausgebracht, seltsames Gerücht über geplanten KFC in Osnabrück. Jetzt bin ich aber sehr gespannt. Was? Wie ist das formuliert? Ja, weiß ich auch nicht. Versteht das jetzt nicht als Drohung, aber der KFC in Osnabrück. Weiß, dass einer rauskommt. Danke. Lieber nicht. Also dieser, was dieses Soylent Green Hähnchen betrifft. Ist Soylent Green Hähnchen? Es gibt da so ein paar Gerüchte. Ist das nicht so ein utopischer Film? Nee, dystopisch? Keine Ahnung, wovon ihr redet. Nee, das war irgendwie versus Menschenfleisch, keine Ahnung, ist irgendwie Zufallszeug. Ja, genau, ist ein Film oder keine Ahnung, was genau. Über dieses neue. Über das neue? Ich musste hauptsächlich dran denken, weil in den Kommentaren hat letztens bei Minecraft jemand geschrieben, Soylent Green ist Ricky. Hä, warum? Hä? Keine Ahnung, wahrscheinlich hast du Schweinefleisch mir angeboten. Oh. Das ist aber nicht halal. Es tut mir leid. Nee. Ich entschuldige mich dafür. Ach, komm schon, was redet ihr? Ich weiß aber auch nicht, wo ihr gerade abgebogen seid. Ich auch nicht, wie sind wir gerade eingekommen? Wo geht's hier? Was ist denn jetzt heute? Mit dem Schwein namens Ricky, das ist das Ding auf dem Minecraft-Server. Ist okay. Ach so. Ah, okay. Johnny, du musst das auch wissen, du warst doch dabei. Naja. Und Ricky hat trotzdem eine Schweinefarm gemacht, hat das okay. Deswegen ist es Soylent Green. Soylent Green ist irgendwas... Ich farm die nur für Geschichte darüber, für das Schweinerennen morgen, ne? Verarscht wurden, was sie essen. Für das große Schweinerennen. Das war irgendwas Schreckliches, Menschenfleisch oder so. Ja, das ist Menschenfleisch. Ja. Schon mal Menschenfleisch probiert? Ja. Nein. Würdet ihr? Nö. Ich bin immer noch pro. Ist auch, glaube ich, gefährlich. Ich weiß immer noch nicht. So? Ich weiß nicht, wie es mit dem Fleisch war, aber ich glaube, wenn wir Gehirn essen, alt der Mensch war. Sterben wir irgendwie. Das Ding ist... Menschenfleisch wird, wenn du nicht gerade, keine Ahnung, ein bisschen Therapeuten aufsuchen solltest deswegen. Habe ich das Gefühl, dass die Sache, wo dein Körper... dir Signale gibt, dass du es nicht zu dir nehmen sollst. Ich glaube, es wird super widerlich schmecken. Das glaube ich nicht mal. Irgendwas war, ich glaube nicht, dass es widerlich schmeckt, sondern irgendwie habe ich letztens was gehört von wegen, dass Menschen dann durchdrehen oder wahnsinnig werden. Hm. Automatisch, weil wir so evolutionär eine der Arten sind, die das... Meinst du, kriegst du ein bisschen so eine Blutlust? Blut raus. Im Gegenteil, dass man halt abgeschreckt ist davon, seine eigene Spezies zu vertilgen. Das weiß ich nicht mal. Also das Ding ist so, ich bin ja immer noch neugierig, wie Muttermilch schmeckt, ne? Zurück zur Sega. Volo, erzähl mir mehr. Ach so, scheiße, ich bin ganz gemütet. Oh Gott. Oh, noch ein schöner Spaßfakt über Sega. Wusstest du, dass es nicht nur den Game Gear damals gab, sondern auch den Sega Nomad? Das habe ich auch mal gehört, tatsächlich. Und weißt du, was er konnte? Na? Zuerst? Irgendwas ohne Mathe. Das also, was machen denn Nomaden? Ah, Ricky? So hieß der. Ich weiß nicht, was der macht, keine Ahnung. Der konnte
alle deine Mega Drive-Spiele abspielen. On the go. Wenn du einen alle Adapter fünf da hast. Ach, weil Nomaden die so, Master System-Spiele so unterwegs sind. Aber keine Game Gear-Spiele, weil der Game Gear kann mehr Farben darstellen. Ist das so? Das ist ja ein Ding. Ja. Ja, krass. Nein, weiß ich nicht. Na, dann hat er den Kampf schon mal gewonnen. Oh, Sega war einfach beste Leben, ne? Ich würde es mir so zurückwünschen. Und deswegen sind die Sonic-Spiele ja auch alle so gut. Damals? Also ich sag's mal so, Ricky. Ja? Mein liebstes Mega Drive-Spiel ist Castlevania. Habe ich noch nie gespielt. Ja, Überraschung. Überraschung. Mein liebstes Mega Drive-Spiel ist natürlich Earthworm Jim 2. Wie sieht's bei euch aus? Oh Gott. Ja, meins auch. Weil das habe ich tatsächlich schon mal gespielt. Du hast Earthworm Jim 2 gespielt? Ich hab's nicht durchgespielt, aber ich hab's gespielt. Und du fand's geil? Gab's da Rayman drauf? Rayman 1 oder nein. So? PlayStation Rayman 1 war eine Generation später. Ja. Naja, hätte ein Port sein können oder so. Ja. Rayman passterweise, ursprünglicherweise war es natürlich nur ein Atari Jaguar Spiel. Rayman? Ja. Der erste Teil, ursprünglich. Okay. War eigentlich, dann hat es jeder auf der PlayStation gekauft. Deswegen war es ja auch 2D, oder? Ich frage mich auch gerade, wie viele Jaguars sind überhaupt verkauft worden? Da können ja nicht viele gewesen sein, ne? Nee. Scheiße, wollte ich nie. Haben die überhaupt die Millionen? Wir haben auch noch so ein CD-Add-on verkauft, weil ich dachte, das hat bei Sega so gut geklappt, machen wir es doch auch nochmal. Puh. Ich lache einfach nur aus Höflichkeit, ich habe keine Ahnung, worüber ich rede. Ja, wunder, dass es die nicht mehr gibt. Also, was heißt, die gibt's nicht mehr, die gibt's ja noch. Aber nein, die gibt's nicht mehr wirklich, ist nur der Name. Als Publisher waren die überhaupt Katzen. Ja, also, ich meine, dass irgendwie alle, die damals damit zu tun hatten, dass da niemand mehr da ist. Also, dass das wirklich nicht nur noch der Name ist. Quasi wie ja, Rare. Ich muss auch sagen, weiß ich nicht, um Atari ist es auch irgendwie nicht schade, wenn ich eins einfach mal so ja, ehrlich Atari war nicht darf, so gut. War nicht so gut. Braucht eigentlich keiner. Huh. Über Atari habe ich jetzt auch nichts mitgekriegt. Also ich war, meine erste Konsole war tatsächlich ein Atari 2600. Bin ich denn jetzt nach Atari geboren oder auch noch nicht? Du bist, ich glaube, wir sind alle nach Atari geboren. Ich glaube auch, ja. Als ich Atari gespielt habe, gab es schon NES, aber wir hatten keinen. Ne? Wir hatten kein NES? Nicht zu der Zeit, aber wir hatten dann später ein NES. Da wurde N64 rausgekommen. Nein, da gab es noch nichts. Da gab es noch nicht mal das Super Nintendo, als ich ein NES hatte. Alter, Wollo. Krass, aber das kam dann NES relativ kam spät. Das kam ja auch erst super spät nach Europa, weil die erst jemand finden musste, die Scheiße verkauft. NES war auch ein Dauerbrenner. Das wird ja noch so viel weiter gespielt, obwohl es SNES da war. Da war es ja noch nicht so in den Köpfen, dass man in die nächste Generation von irgendwas kommt. Ja. War NES so ein Dauerbrenner in Deutschland? Boah, in Deutschland war ich ja, ich weiß es nicht genau, aber so ich als Zeitzeugen rauskam dann. In 6 Jahren damals, kann ich euch sagen, das ging schon ganz schön ab. Da kamen ja noch super lange Spiele für raus und ich habe das Gefühl, dass Leute... Der Gameboy ist so ähnlich, den gab es ja auch so ewig, dann kam plötzlich Pokémon nach 8 Jahren oder so. Oder 5. Ja. Gut, aber der Game Boy hatte halt auch keinen Fressfeind, ne? Das meine ich halt. Deswegen. NES ja ursprünglich auch nicht. Bis dann Sega. Haben den Kampf angesagt. Ja, aber erst zur 16-Bit-Ära, oder nicht? Richtig, ne? Das 8-Bit-System war jetzt nicht so. Also immer noch, genau. Sie haben 2 8-Bit-Systeme gemacht. Da waren die Leute nicht mal so sicher. Ja, ich habe ja eine Konsole, muss man jetzt 16-Bit gehen? Aber ich glaube, die erste kam nicht zu uns, oder? Das nee, das war das SG-1000. Genau. Es war aber auch mehr wie Atari, aber ich glaube, es war irgendwie auch trotzdem sehr ähnlich wie Master System. Keine Ahnung. War scheiße. Oh, verrückt, ich rede immer mit Menschen, die tatsächlich was kennen. Das bin ich nicht gewohnt. Es tut mir doch leid. Dass ich keine Ahnung habe. Es tut mir doch leid. So, jetzt die Bananen-Cup als nächstes. Ja, ja. Das ist die Staub. Die Bananen-Story? Wie waren die nochmal? Oh, ja. Also, passt auf, Leute. Ich erzähle euch jetzt was ganz Neues, ja? Hört mir zu. Ist ja so ein nostalgisches Projekt hier. Ich war so ein Einkaufszentrum drin, ja. Dann kam so eine Frau und sagte, hallo, ich hätte gerne einen Crepe mit Nutella. Ja, okay. Dann hätte ich gerne was oben drauf. Und sage, ja, was meinen Sie denn? Ja, weiß ich nicht. Sag, ja, Streusel, Zimtzucker oder Banane. Streusel? Wer will freiwillig Streusel? Essen viele. Streusel? Bunte Streusel sind doch voll geil. Ach, ein Crepe. Okay, auf Nutella. Einfach mal Crepe essen und ein bisschen knuspern. Naja, und dann auf jeden Fall hieß das, ja, ich sag, wie wär's mit Banane? Ja, nee, Bananen mag ich nicht. Und dann sage ich so, aber meine Bananen werden sie lieben. Und danach hatte ich eine Anzeige wegen sexueller Belästigung. Das ist so ein harter Kampf. Das kam da nicht raus. Musst du Sozialstunden machen? Nee, ich muss... Junge. Bruder, ich hab abgesessen. Ich hab eine Träne unterm Auge. Nee, Was? Sozialstunden ist doch eben das Gegenteil. Nein, ich... Scheiße.
Ich bin hingegangen, habe meine Aussage getätigt, die Polizisten haben sich kaputt gelacht und dann wurde die Anzeige fallen gelassen. Okay. Achso. Ich hab da, meine Headcanon ist ja, dass du das N hinzugefügt hast und dass du gesagt hast, meine Banane werden sie lieben. Meine Banane werden sie lieben. Nee, ohne das N hinten. Aber es könnte auch sein, dass die Frau es so verstanden hat. Das kann natürlich auch sein. Die Einzahl macht's nämlich. Die ja. macht den Unterschied. Aber da kommt ja nur eine Banane drauf. Also von daher, ja. Das ist eigentlich immer noch richtig. Ne? Es ist natürlich, ich find's jetzt auch nicht so, so falsch von Ricky da, aber... Sollte halt ein lustiger Spruch sein, so ein bisschen, ne? Nicht mal. Du hast ja also wirklich einfach nur geredet. Ich hätte in dem Moment gar nicht darüber nachgedacht, nee, dass das in irgendeiner Form sexuell rüberkommen könnte. Ja. Das hätte mich dann auch auf völlig falschen Fuß. Aber wenn ihr an dem Tag schon erwischt. So viele andere Dinge begegnet sind oder so, dann... Ja, weiß man ja auch nicht, ne? Mhm. Das weiß man auch nicht. Aber ja, deswegen, ja. Das ist auch der einzige Grund, warum ich auf der Maxi Bananen angeboten habe, wegen der Bananen-Story. Aber es schmeckt geil, Crepe mit Schoko und Ricky, Banane. Ich möchte dir jetzt mal so einen kleinen, so unter uns Content-Creatern mal. Ich möchte dir mal einen Tipp geben. Oh, jetzt bin ich gespannt. Geil. Macht er ja sonst nie. Also, wenn du auf einer Convention bist, ich war noch nie auf einer, ich denke, ich kann dir einen Tipp trotzdem geben. Ja. Erwähne den Vorfall nicht. Tatsächlich hat er ihn den Kunden erzählt im Livestream. Die haben mich aber gefragt. Aber weil sie mich gefragt haben, weiß ich noch, ob ich nochmal erzählen kann. Ja, aber du hast ja vorher auch der Messe vorher, wo du dich bewirbst, ob du mit deinem Stand da verkaufen darfst. Da solltest du es erzählen. Aber ja, ja. Ich versuch's tatsächlich. Da steht da in der Beschreibung, gibt's so einen Link, ne, auf der E-Mail. Das ist immer so ein Link, wo quasi die Bananen rausgeklippt ist, so, weißt du? Damit das alles. Das ist wichtig. Das Clipping-Tool gibt's ja jetzt. Ja, hab ich auch gesehen, das ist voll cool. Clips raussuchen. Kann man das auch wie bei TikTok, wie bei Twitch machen, dass man direkt so auf YouTube Shorts das machen kann und so? Nee, ne? Nö, das ist einfach nur ein Timecode. Man kann echt nichts damit machen. Schade. Nee, deswegen nutzt auch niemand. Das hat Wollo nämlich heute rausgefunden, dass das außer geht. Mir auf einmal Twitch. Bei dem TTT-Clip, da ich das zum ersten Mal genutzt. Ich mach's manchmal, wenn ich jemandem einen Timecode schicken will, aber er auch wissen soll, wann das endet. Also, dass er dann nicht ewig weiterguckt. Dann, so viel Mühe machst du ja da. Das ist ja auch nicht so viel. Das ist schon mehr, als einfach nur einen Link mit Timecode zu kriegen. Das stimmt, ja. Ich mache ja auch meistens nur das. Ich sage aber, falls das passiert, erst dann greife ich zum Clipping. Ist das so oft passiert, wie das mit Rickys Banane? Ja, einmal. Okay, dann glaube ich. Das andere Mal habe ich nur ausprobiert, wie das du hast mir auch geglaubt, also glaube ich dir auch. Das ist nur fair. Das ist fair. Nein, ich hab schon wieder, ich A-spamme wie so ein Idiot. Ja, ich hab's, es war aber gelogen. Ich hab das Clipping-Tool noch nie benutzt. Schau ihn euch an. Was macht ihr jetzt? Oh nein, der Idiot. Zweimal heute schon passiert. Vorsicht, nein, Ricky, Vorsicht. Oh Gott. Oh Gott sei Dank. Pass bloß auf, Ricky. Also, Schoko, hier, Nutella mit Bananen ist auch geil, oder? Ja, aber der beste ist Käseschinken. Also, ich muss sagen, ich hab im Laufe meines Lebens das öfteren Mal versucht, irgendwie so Nutella-Toast zu machen und dann Banane drauf zu machen. Ich hatte so nie lecker. Das Gefühl, dass genau die Banane das, wirklich was dazu beiträgt. Es erdet so viel, für mich entsteht ein ganz neuer Geschmack. Naja, das Gefühl bei Banane schmeckt nicht. Meistens habe ich so, dass es halt, dass ich es trennen kann, so, oh ja, es schmeckt halt nach Schoko und Banane und mischt sich nicht, aber bei Schoko-Banane mischt sich alles für mich. Super. Oh, eine gute Schoba. Oh, so benenne ich das nur. Wollen Sie einen Schoba-Crepe haben? Nehmt ihr so eine Schokobanane auf dem Jahrmarkt? Nein. Wenn ihr mal da seid. Wenn du das nächste Mal bei der Maxine bist, musst du sowieso die Namen alle ändern. Dann ist das ein Naruto-Crepe, ein Son Goku-Crepe und so weiter. Oh mein Gott, das ist so schlau. Ein. Ja, weiß ich nicht. Warum machst du das nicht? Hey, ich weiß nicht, da waren auch Naruto-Nudelsuppen, die waren kleiner als Yum-Yum-Suppen. Und die waren irgendwie 12,50 €. Ja, Naruto-Crepe kostet 14 Euro. Ja. Der Full-Nutella-Alchemist. Oh mein Gott. Boah, saugut. Also ich bin schon verlockt, mir den zu holen, schon allein wegen Namen. Aber was tauschst du dafür ein? Und vor allem, weißt du, was das Beste daran ist, Ricky? Was denn? Der Full-Metal-Alchemist ist der kleine von beiden. Hab ich nie gesehen. Das heißt, du musst den... Wie heißt der andere? Shit, das war, Oh, der ist aus Metall, oder? Ja. Dann ist ja das Getränk dazu. Oh, ja. So eine Dose. Ja. Yeah. Die kostet aber auch 14 Euro. Na klar, ist ja große. So ein 14-Euro-Getränk, das gönnt man sich. Man muss ja von irgendwas leben. Na, das stimmt. War ja auch eine lange Tour. Ich fahre ja auch 8 Stunden dahin, ne? Mit dem Anhänger. An sich ist es ja so, dass Restaurants mit den Getränken das Geld machen. Oder Clubs oder so. Nee. Restaurants? Nee.
Was, natürlich? Nee. Also bei Clubs auf jeden Fall, weil die verkaufen nicht so viel andere Dinge. Die Gewinnmarge ist höher bei Getränken, natürlich, aber du machst schon dein das musst du schon richtig kalkulieren, natürlich Portionen. Ja, Restaurants war jetzt übertrieben, aber Clubs. Ja klar, die verkaufen ja nicht so viel. Die verkaufen ja kein Essen, ja. Aber es gibt viele, die machen manchmal so Flammlachs, würde ich gerade sagen, so Flammkuchen oder Flammlachs in der Disco. Flammkuchen. Ja. Ja, Johnny, wir müssen mal auf den Dom jetzt gehen, dann kann ich dir Flammlachs anbieten von meinem Onkel. Mit der Dispo in die Disco. Yo! Mit der Dispo in die Disco. Beste Strecke. Flammkuchen kann ich auch außerhalb vom Dom essen. Ich esse da gerne Sachen, die so... Flammlachs, hab ich gesagt. Eben war es doch Flammkuchen. Wir haben zweimal geswitcht. Ich habe aber zu dir gesagt, Flammenlachs. Ich habe fünfmal danach Flammenlachs gesagt. Hab ich wirklich? Teilweise sagen. Ich dachte, ich habe es falsch gesagt. Ja, okay. Ja, Arschloch. Ja, Flammenlachs. Ich hätte lieber einen Flammkuchen. Ich esse da doch manchmal Fisch. Ach, ich bin kein Flammkuchen-Fan, irgendwie nicht. Das ist irgendwie eine Kackpizza. Na, also ich würde fast sagen, es ist die beste Pizza, die man haben kann. Für manche ist es bestimmt die bessere Pizza, ja. Also ich mag das lieber. Ich meine, es ist nicht wirklich... Ein bisschen, aber... Es ist nicht unbedingt eine Pizza. Der Geschmack ist halt so grundlegend anders. Also bei meinem Pizzalieferanten gibt's Flammkuchen und der ist so groß wie eine Pizza und viel billiger. Allein deswegen finde ich ihn schon sehr verlockend, weil... Und Smileys? Ja, weil da ist der Rand nicht dabei. Smileys einfach beste! Smileys ist so lecker. Da verstehe ich auch nicht, dass Wollo das immer noch nicht davon überzeugt ist, weil er ja diese weichen Pizzen eigentlich mag. Ja, aber deine Domino's ja auch. Nee, Domino's ist ja schrecklich, mag ich ja nicht. Was meine ich, es schmeckt komplett anders und viel besser und ist viel weicher. Domino's ist voll hart heran. Domino's hat aber. Ja, weiß ich nicht. Was hat Domino's? Was hat Domino's, was ich nicht habe? Ich bin lange nicht mehr, Johnny. Ich bin doch schon lange, ich hab das doch schon seit 2 Jahren nicht mehr. Weiß ich nicht. Du warst da lang nicht mehr. Ich war da noch nie. Nee, okay. So meine ich das. Ich würde so gerne, ne? Ich würde so gerne. Das kannst du dir nicht vorstellen, wie ich gerne ich würde. Hast du Domino's? Ja. Du hast doch Pizza. Junge, aber ich bin so verzweifelt, weil es hier nichts gibt. Ach so. Das ist selbst wie die Fänger nach einer scheiß Domino-Pizza. Oh nein, das ist ja so traurig. Er sagt im selben Part noch, er hasst Pizza, aber ja, es gibt aber ich mache alles, was es hier gibt, noch viel mehr. Ja, bei mir gibt es auch nur eigentlich einen Lieferservice, der gibt nicht mal einen Mindestbestellwert hat. Und ich kann McDonald's zu mir liefern lassen. Ich nicht, aber ich kann hinfahren, ich habe einen Führerschein, du Hurensohn, so und so. Okay. Da hat er 1-0. Scheiße, da hat er alles mir gegeben. 0. Muss ich sagen. Weil das Liefern ist aber auch viel teurer. Das Liefern ist wirklich teurer. Bei Lieferando. Ja, auch so teuer, ne? Ist das so teuer, ja? Ich glaube, ein Cheeseburger ist mir 2,60 € oder so? Nee, 2,20 € kostet ein Cheeseburger. Ja, aber Liefern, das sind, glaube ich, 2,60. Also, ja, kann sein. Oh, ich kann mal wieder was bestellen. Ich war auch überlegen, ob ich heute bestelle. Ich bin ja so, dass ich nur alle 2 Monate mal bestelle oder so. Boah. Deswegen ist er auch so schlank. Ich war mal zweistelliger, die Zeit nicht. Ich will mich nicht auf die Waage stehen, Zeit sind noch vorbei. Oh. Ich habe keine Waage mehr. Überhaupt in der Nähe von zweistellig zu sein, finde ich schon mega krass gut. Ja, ich hab da mal gesehen, dann bin ich langsam auf die 110 zugegangen, dachte ich mir, ah, fuck, vielleicht sollte ich aufhören, jedes Mal mir so ein Milchkaffee zu holen und dann noch sind noch 2 so Donuts vom Selbstbedienungsbäcker ja, und generell noch was vom Bäcker. Du ernährst dich ja eh vom Bäcker. Wollen wir auch? Ja, okay. Ich versuch das stark einzuschränken. Okay. Ja. Weil das ist, ich hab sogar mal gelesen von so einem Fitness-Twitterer, dass der Selbstbedienungsbäcker noch schlimmer wäre wie McDonald's. Also man könnte besser zu McDonald's gehen als dahin. Krass. Und das hat mir ein bisschen die Augen geöffnet. Seitdem gehe ich immer nach McDonald's zum Frühstück. Das Frühstück ist aber so scheiße bei Mc's. Und nehm ab. Das ist so eine schöne... Oh, ich lieb's. Das ist ein Zitat, das muss man sich irgendwo reinschreiben. Ja, schön McCrispy und ein Hamburger Royal TS. Ab wie der Peter, ne? Boah, da ist die Diät direkt... zu greifen. Ja. Alter, die Mc's Diät. Ja. Man kann heute auf der Waage wieder ein Kilo auch, weniger. Ich kann auch mit McDonald's ins Defizit, denke ich. Definitiv. Ja, hundertprozentig. Definitiv Defizit. Definitiv. Bam. Dann aber lieber Burger King oder auch Mc's, Rollo? Wenn ich einen Burger King in der Nähe hätte, Johnny, ne? Aber für einen Burger King eine halbe Stunde hinfahren und dann mit dem Essen wieder eine halbe Stunde zurück. Naja, okay. Das ist irgendwie, sag ich dir auch, wie es ist. Einmal habe ich es tatsächlich gemacht
Und es war unglaublich geil. Oh mein Gott. Ich bin ausgerastet, wie viel geiler das war als McDonald's. Ja, sehe ich nicht. Aber es hat, oh, Bruder, wenn du da so geilen Big King und extra long Chili Cheese, Alter. Mag ich ja auch alle. Ist auch größer und so. Ist das geil. Ich weiß nicht, warum Mac es mir so gut schmeckt. Ist einfach richtig nice. Ja, ich finde, Mac ist mittlerweile auch ganz gut, weil es ja hier nichts anderes gibt. Ne? Da gewöhnt man sich da dran und isst sich das schön, ja. Aber Burger King, Bruder, das ist ja so viel besser. Ist ja wohl, also der McDonald's bei mir in der Nähe, der ist richtig scheiße. Ich kann euch eine Tour nach Hamburg geben und euch sagen, welcher scheiße ist und welcher nicht. Die Ricky McDonald's Tour. Ja, Mann. Die mache ich direkt. Gibt's Bananen dazu? Meine Bananen müssen lieben. Ich kann dir nur empfehlen, Johnny. Imbiss bei Schorsch, Johnny. Imbiss bei Schorsch. Sagt er mir jedes Mal. Ja, ist doch auch mal endlich. Keine Pommes, fall nicht auf ihn rein. Ich habe jetzt erfahren, da gibt's nur Schaschlik und Currywurst. Was anderes haben die nicht. Da gibt's keine Pommes. Da gibt's Schaschlik, Currywurst. Warte, ich wollte gerade sagen, Schaschlik klingt richtig gut, aber keine Pommes dazu. Aber ich sag, nein, ich sag aber mal so, Reis würde ich zu Schaschlik Kartoffelsalat auch geben, gesagt. Kartoffelsalat. Gibt's dazu, gibt's Kartoffelsalat. Geiles Brot? Also so ein kleines Brötchen oder Baguette oder so? Ja, kannst du dir, ja. Dann nehme ich eine Currywurst, das liebe ich tatsächlich. Geil. Ein Brot mit Currywurst. Da gehen wir mal hin. Keine Pommes. Pommes ist geil, aber es gibt bei dem neuen, es gibt einen neuen Laden, der davon geöffnet hat, in der Schelmer Passage, bei der Ruhr Passage da gegenüber, Johnny. Und, das ist nur für mich. Ja, weil der Rest weiß, glaube ich, nicht, wo das ist. So, keine Ahnung. Nee, aber genau, und denn da gibt's auch noch, der hat auch geile Burger und Schnitzel und so ganz klar, aber das ist das Feeling nicht so, weißt du? Man geht ja auch wegen dem Feeling hin. Du kennst einfach bloß Schorsch persönlich, das ist irgendeine fette Wirtschaft. Nein. Das gibt's halt so. Eine fette Wirtschaft. Der ist schon tot, der Schorsch. Oh. Aber ich geh mittlerweile hin. Dankeschön. Tut mir echt leid um deinen Vetter. Das habe ich aber auch nichts mit zu tun mit dem Typ. Alter, wenn ich das hätte, ich wäre reich. Das warum bist du reich? Was? Wenn ich das. Was? Reich? Das gar nicht schenkt er dir das Geld dann? Der schenkt mir das Geld dann einmal, ja. Das ist vertraglich geregelt. Warst du nicht im Testament? Das finde ich gemein. Ja. Schorsch, was war da los? So, Cousin Ricky. Hier ist all dein Geld. So, ich würde sagen, 16 Strecken in einer Stunde, das ist schon happig. Das ist schon happig, das aber haben wir gut gemacht. Diese zwei Cups wären ein normaler Part gewesen, habe ich doch gesagt. Nee, ist okay so. Ja, ich auch. Alle gut abgeschnitten, dreistellig, stark. Ja. Ich bin auch zwei. Wie auf dem Gewicht. So, meine Lieben, wo esst ihr am liebsten? Schreibt es mal in die Kommentare, würde uns interessieren natürlich. Und bis zum nächsten Mal. Schaut bei Ricky und Wollo vorbei, ciao, wenn ihr bei mir geguckt habt. Ja, genau. Und Johnny nimmt auch auf. Hallo, Johnny. Genau. Und ich bin und Morgi vorbei, aber genau, das werden wir ja eh tun. Und schaut bei Morgi vorbei, schaut bei Johnny vorbei, schaut bei unseren Einzelkanälen vorbei, wo auch immer ihr wollt. Und tschüss. Ciao. Ricky lädt vielleicht Minecraft hoch, aber wahrscheinlich nicht. Tschüss.